Eine Parallelverschiebung wird auf den Pfeil PQ festgelegt. Es gilt, das Dreieck ABC wird abgebildet auf das Dreieck A'B'C' und zwar durch die Parallelverschiebung mit dem Pfeil PQ. Hier haben wir unseren Pfeil PQ und hier das Dreieck ABC. Dieses Dreieck ABC soll jetzt nun verschoben werden, und zwar in gleiche Richtung wie der Pfeil PQ und mit der gleichen Länge des Pfeils PQ. Als erstes gehen wir mal her und messen aus, wie lange überhaupt der Pfeil PQ ist. Das kann man mit einem Lineal oder Geodreieck machen. In meinem Fall sind es jetzt 5,1 cm. Als nächstes überlege ich mir, wie kann ich dieses Dreieck am ehesten verschieben. Und zwar am einfachsten, indem ich jeden Eckpunkt extra verschiebe. Ich fange jetzt mit dem Punkt C an, weil der am nächsten zum Pfeil PQ liegt. Als ersten Schritt zeichne ich eine Parallele zum Pfeil PQ durch den Punkt C hindurch. Das schaffen wir am einfachsten mit dem Geodreieck. Und dann halte ich hier so eine Parallele. Jetzt weiß ich, der Punkt C soll wie der Pfeil PQ verschoben werden. Das heißt, ich messe jetzt einfach vom Punkt C aus ab, die 5,1 cm, und zeichne einen weiteren Pfeil ein. Dort, wo dann die Pfeilspitze ist, hier liegt mein Punkt C'. Das gleiche mache ich jetzt mit dem Punkt A und B. Ich vereinfache jetzt nur die ganze Sache. Ich zeichne nicht extra noch überall die Parallele durch, sondern zeichne gleich diesen parallelen Pfeil. Das heißt, wieder Geodreieck anlegen und jetzt einen parallelen Pfeil zeichnen. Und dieser Pfeil soll die Länge von 5,1 cm haben. Und das gleiche mache ich mit dem Punkt B. Einen parallelen Pfeil zeichnen mit der Länge von 5,1 cm. Jetzt zeichne ich noch meine Punkte ein. Hier heißt es ja, A wird auf A' verschoben, also habe ich hier meinen Punkt A' und B wird auf den Punkt B' verschoben, also habe ich hier meinen Punkt B'. Und zum Schluss verbinde ich noch die neuen Eckpunkte. Und habe somit mein verschobenes Dreieck. Das geht übrigens nicht nur mit Dreiecken, sondern mit allen möglichen Figuren, die es gibt.